Recht herzlich willkommen zur 47. Folge von Kerbal Space Program. Ja, wir sind wieder drinne und bauen eine neue Rakete hier im Hangar. Wenn es denn der Hangar ist, Construction Building würde ich sagen, ne? Ob das Hangar ist, keine Ahnung. Die gleiche Rakete nochmal, hatte der Dralo gesagt. Das war dann die. Laden und die ein bisschen umbauen. Also den da oben lasse ich mal drauf. Das probieren wir nochmal. Und da das weg. Dafür das Science Junior drauf. Der also. Habe ich den jetzt nicht ausgewählt? Doch. Den dran. So, da kann man den wieder dran machen. Und an den machen wir jetzt gewisse Dinge noch. Den Gu zweimal. Und wie ist das mit der Rakete? Oh, er kommt hin. Zweimal Thermometer. Haben wir das zweimal? Da. Und zwei Batterien. Batteries. Da. Haben wir dann auch. Gut. So, Start wie gehabt, hat er geschrieben. Sieht alles gut aus. Den haben wir dran. Dafür nehmen wir die. Jetzt müssen wir hier gerade nochmal checken. Das passt, das passt. Absprengen passt. Das Zünden passt. Der wird da, der ist da. Passt. Und die beiden. Den müssen wir dann mal hier verschieben. Das wäre jetzt alles gut erstmal. Pilot nehmen wir. Oh, guck mal, der ist schon ein Sternchen hier. Nehmen wir den doch, oder? Bodka, Kerman, der war ja auch schon unterwegs. Das passt alles. Und ach so, wir müssen noch den. RT-18 Hammerfuel. Wir müssen noch ein Testobjekt haben. Was war das jetzt? Hier, ne? Wo ist denn das Ding? Der ist es. Ne. Ja, glaubst du es denn? Das Teil heißt TT-18A. TT-18A. Da ist er. Ne, den haben wir auf dem anderen Schirm. TT-18A, da ist er. Ja, ne? Können wir so nehmen zum Testen, ne? Sieht doch schick aus, oder? Gut. Dann würde ich sagen, machen wir. Na, jetzt habe ich Dralo 4. Naja. Schicksal. Jetzt habe ich den überschrieben schon. Egal. Ja, ach so, wir müssten hier unten noch an das Triebwerk, ne? Oder? Gucken wir mal. Jetzt haben wir Trust 166, ne, passt doch. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ist doch alles gut dann, oder? Ja, das passt, das passt. So, wie geht's weiter dann?
Das Teil müssen wir nachher verschieben. Das war hier alles richtig. Den lösen wir und starten den und den. Das ist auch richtig. Mehr brauchen wir da nicht. Gespeichert haben wir. Das bedeutet, wir können schon aufs Launchpad, oder? Pilot haben wir reingesetzt. Was wollen wir mehr? Würde ich jetzt mal sagen, machen wir. Gut. Rakete steht, wackelt ein bisschen, aber ist alles gut. Oh, ich habe jetzt das Ding nicht angebaut. Ach, dann fliegen wir diesmal ohne. Oder? Bringst du das? Mechjab? So. Hier haben wir 80.000 Meter. Bis 84. Na komm schon. Gut, das passt. Den Launch-Test haben wir sofort abgeschlossen, wenn wir starten. Das passt also auch. Hier habe ich jetzt 100% gesagt. Machen wir gleich wieder. SRS machen wir auch an. Und ich glaube... Oh, hier haben wir doch noch was. Assistent und sowas ist jetzt egal. Da drehen wir mal richtig rum. Guck mal, da liegt und fliegt noch Müll durch die Gegend. Okay. Naja. Ach, der Mond ist das im Hintergrund. Okay. Ah, das war jetzt verkehrt. M müssen wir da drücken. Na, dann kommen wir da wieder hin. So, und dann können wir eigentlich loslegen, oder? Würde ich sagen, ne? 3, 2, 1, go! So, erster Test war erfolgreich. Können gleich so ein bisschen einschwenken. Geht eigentlich, ne, oder? So. 1000 Meter. Gut, alles gut. Apoapsis bei 5000, wir sind bei 3000, alles gut. Können wir ruhig ein bisschen weiter rumschauen. Hat der Drahlo uns ja gesagt, dass wir das machen sollen. Also alles gut. So, gleich hier die beiden leer, dann können die ab. Die sind weg. Apoapsis liegt bei 20.000. Gehen wir weiter auf Diagonale. 45 können wir definitiv schon machen. Und das war's, da ist die Geschichte durch. Ja, da werden wir wohl ein Problem kriegen jetzt mit. Ja, ich glaube, den kriegen wir nicht mehr gefangen, oder? Wie sieht's aus? 25.000 Meter. Ich glaube, das wird nichts mehr dann. Kleiner Fehler, aber warum sollten wir das jetzt abbrechen? Ich glaube, das brechen wir nicht ab. Okay, 45. Ist doof gelaufen, können wir aber auch nicht ändern. Weg damit. So, 70. Jetzt gucken wir, wie es da weitergeht. 76. Und 80. Definitiv jetzt hier horizontal weiterfliegen, ne?
Kommt, kommt. Ja, sind schon ein bisschen groß, ne? Machen wir das geringer. Mehr zur Apoapsis hin. Müssen wir nachher korrigieren. Obwohl, eigentlich können wir das Vollgas weiterlassen. Mal sind wir schon. 89.000. Machen wir es doch weniger gerade. Die wechseln zu weit weg nachher, ne? Erstmal näher ranrücken. Okay. So. Wieder Schub geben. So. Kriegen wir hin, oder? Alles gut. Und machen wir langsamer. Gut. 80 und da ist es 102, schon reichlich. Jetzt ist nur zu überlegen. Ah, ich glaube, das schaffen wir nicht mit der 300 Kilometer Schichte, oder? Das ist ein bisschen riskant, oder? Ist ja noch was dran, so ist nicht, ne? Ich würde jetzt lieber korrigieren auf 80 Meter. Also hier auch runter, dass wir das passend haben. Ja, andere Möglichkeit ist die, wir haben Orbit. Sind wir jetzt gerade auf der Höhe zu hoch? Da müssen wir gleich gucken. Vielleicht ist es ja dann abgeschlossen schon, wenn wir da rumkommen. Dann brauchen wir es doch nicht machen. Fliegen wir weiter. Okay, wird jetzt weniger. So, wie ist höher? 85. Oh, 84. So, da sind wir auf dem passenden. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den entscheidenden. Das ist ja der Ring hier oben, gerade mal anders ziehen. So. Und jetzt lösen wir den aus. Ich hoffe, das geht so. Nee, das hat nicht funktioniert. Haben wir den jetzt ausgelöst oder haben wir den nicht ausgelöst? Jetzt haben wir ihn ausgelöst, jetzt ist der Test erfolgreich gewesen. Gut, das ist doch schön, oder? Gut, beide Tests erfolgreich. Das war unser Ziel, das wir erreicht haben. Und jetzt können wir noch die Bonusgeschichte machen, indem wir diese 300 Kilometer fliegen. Dafür würde ich aber erstmal im Orbit bleiben und überlege, beziehungsweise lass den Dralo überlegen, ob wir das hinkriegen oder nicht. Was sind das hier? Ach, so ein Kontinent und das ist irgendwie eine Reflexion auf dem Körben. Und gucken, ob wir das hinkriegen oder nicht mit diesem Treibstoff. Das werde ich mal so lassen. Und der Drado sagt uns das bestimmt, ob das geht damit oder nicht. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.